Ja, herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und hier haben wir heute ein Schiff, das ja schon zum alteingesessensten World of Warships Inventar fast überhaupt zählt, nämlich dem Tier 6 Schlachtschiff Fuso. Und hier sollte uns eine schöne Runde erwarten, auch wenn das Wetter mal jetzt nicht so wirklich schön ist. Aber sei es drum, schauen wir einfach mal, was hier passiert. Anfang ist ja ein bisschen reduziert, deswegen lassen wir da mal die Geschwindigkeit ein bisschen fixer laufen. Dann kommt Ruder schon und da kommen jetzt die ersten Schüsse raus. Und dann sehen wir mal, was da jetzt so passiert. Mit der Nagato. Ja, 1000 Damage. An der Stelle nochmal danke am Kampfpanzer hier mit seinem Replay. Und besonders schön ist es natürlich, dass er hier Low-Tier ist. Also, man kann es ja wirklich leicht hinbekommen, mit höheren Tiers gute Runden zu fahren. Aber mit niedrigen Tiers, da ist es halt dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. Und da jetzt eine sehr schöne Salve mit einer Zitadelle auf die gegnerische Fuso. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Vielleicht die nächste Salve gleich nochmal so schön, aber deutlich schräger schon. Da wird es wohl nicht so gut klappen. Jetzt ist er gerade so ein bisschen auf der Suche nach einem guten, vernünftigen Ziel. Muss da auch ein bisschen auf die Zerstörer aufpassen. Mutsuki da gar nicht so weit weg. Die Fubuki da ganz nah dran. Und der B-Cap, der einzig eroberte bisher von seinem Team, wird da vom Gegner jetzt eingenommen. Ah, da ist ein bisschen langsam die Nagato. Da hat er die erste Salve mal ordentlich davor gehalten. Und auch die zweite Salve klappt nicht. Aber jetzt hat er sich da gefühlt an die Fahrt gewöhnt. Jetzt muss man nur schauen, beschleunigt die Nagato oder bleibt sie da so unterwegs? Wird jetzt deutlich schneller, sieht man eigentlich ganz gut immer im Rauch. Deswegen geht er jetzt auf die Stores. Nachgeladen sind alle, auch eingezielt. Fährt er leicht rückwärts. Jetzt hält er so ein bisschen davor, wenn sie jetzt nämlich wieder nach vorne fährt. Und die schauen nicht schlecht aus. Wir achten oben auf den Damage. Und da eine Zitadelle. 16.000 hat er, 34 hat er jetzt. Also war das ein schöner, knapp 18.000er Hit. Sehr nice. Die Mahan und die König dahinter. Mahan ist jetzt weg, sehr gut. Das ist kein Problem mehr. Und mal schauen, wie seine Granaten da jetzt einschlagen. Auch da wieder ein schöner Treffer. Wir sehen, 45.000 hat er da jetzt auf der Uhr, also dementsprechend knapp 9.000 gemacht. Also er ist schon sehr effektiv. Jede Salve macht eigentlich immer ganz gut Damage.
Jetzt hat er gerade keine wirklichen schönen Ziele. Wobei die Ork, die bietet sich ja jetzt förmlich an. Hat sich jetzt hier auch schon sozusagen freiwillig gemeldet, nachdem sie hier auf ihn schießt. Da muss man natürlich sich remongieren und ganz nett zurück Hallo sagen. So, jetzt wartet er ein bisschen, bis er da einlenkt. Und jetzt ist es soweit. Mal schauen. Oh, da dreht sie immer mehr rein. Das ist ja super. Mal schauen, die Salve kommt gut. Die kommt sehr gut. Wow. Und die kommt super. 13.000 und den Kill. Da macht das. Sehr nice. So muttert. Die Nürnberg, die weiß noch nichts von ihrem Glück. Oh, 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 Nürnberg. Zwei Zitadellen, vernichtender Schlag. One-Shot Nürnberg und Tschüssikowski. Die dachte sich, ja, da passiert mir mal nichts. Ich kann hinter der Insel mal vorfahren, ohne großartig da Probleme zu bekommen. Und genau sowas nicht. Da gab es dann den Treffer und der hat mal richtig reingebumst. Sehr, sehr gut gemacht. Die Nagato mit 12 Kilometer jetzt sehr nahe. Vielleicht ein bisschen weit vorne. Die Granaten. 6.700 Schaden. Schon okay. Aber das ist ja für seine Verhältnisse ja schon fast unterfordernd wenig. Aber er steht noch super im Saft. Er hat lediglich erst 12.000 Hitpoints verloren. Und kann sich auch noch heilen. Also die Runde läuft phänomenal für ihn. Sein Team hat auch zwei der drei Caps. Und sie haben ein Schiff auch sogar noch mehr. Also perfekt. Und jetzt dreht sie da nochmal rein. Und da 14.400 ohne Zitadelle. Also das macht die richtig stark. 100.000 Damage schon. Sehr effektiv, der junge Mann. Oder alte, keine Ahnung. Kann ja alles sein. Bei mir gibt es ja da keinen Check, wie alt oder jung jemand ist, der hier was einsendet. So, jetzt muss er auf die Torpedos aufpassen. Die treffen ihn. Deswegen hat er da jetzt schon eingelenkt, aber von der Distanz, Gott sei Dank, sind sie da schon abgelaufen. Dementsprechend heißt dann da Tschüss Torpedos und weiter Hallo Nagato. Auf die will er natürlich jetzt wieder gehen, deswegen dreht er jetzt auch so ein, dass er wieder mit allen Kanonen draufballern kann. Aber wir sehen, die Nagato, die dreht da jetzt auch weg, sodass sie jetzt nicht mehr die ganze Breitseite offenbart. Die hat er schon gemerkt, dass das nicht so gut läuft. Deswegen bleibt jetzt nichts anderes über, einfach mal aufs Heck bzw. die Aufbauten zu schießen. Die Storz, da kommt er nicht drauf. 9.700 Schaden da jetzt auf die Nagato. War jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so richtig dick. Da ist die Dunkirk. Mal schauen, was da so geht. Und mit 4.300 nicht allzu viel im Verhältnis, aber immer noch sehr fein. Oh, die war sehr schön. 18.800 mit einer Zitadelle. Also, da sieht man halt, wenn man ein bisschen mal die richtige Position einfährt, dann klappt das halt auch jedes Mal im Spiel. Da kann man richtig schön mit Schlachtschiffen dann wirken, so wie es halt sein soll. So, und jetzt vielleicht nochmal nachgeladen hat er. Seitlich perfekt. Und jetzt heißt es wahrscheinlich Tschüssikowski. Und genauso ist es, 22.000 Schaden mit so der Breitseite, da macht es halt richtig, richtig Spaß. Jetzt heilt er sich da und bekommt gleich die Leander vors Rohr.
Auch eine sagenhaft gute Distanz. Nicht einmal 8 Kilometer. Und Puccioni kommt da auch noch. Also, da hat er hier alle Möglichkeiten. Jetzt macht er da kurz seinen Flieger an. Hat er jetzt die Leander damit dann direkt gespottet. Und da nur 2000 Schaden. Weil der Winkel halt einfach ein anderer war. Aber jetzt sehen wir mal, jetzt hat er richtig Probleme. Die Nagato, auf die er sich vorher gestürzt hat, die hat er jetzt neben sich. Dann die Leander. Da ist einiges am Start. Die Puccioni, die wurde gerade von der Fuso rausgeschossen. Also das ist kein Problem mehr. Wir sehen hier noch das Wrack im Wasser. Jetzt schauen wir mal, er geht auf die Leander weiter. Und die dreht jetzt auch nochmal ein, weil sie nicht so wirklich checkt, dass da die Fuso so auf sie guckt, glaube ich. Und ja, auch da die Zitadelle für 17.000 Hitpoints, aber er hat jetzt auch richtig fressen müssen, denn die Nagato, die hat ihn auch hier ordentlichst getroffen. Dicker Hit, aber jetzt ist da die Nagato, das allerletzte Schiff. Er hat 4 Kills, einen bräuchte er noch für die Krake. Die Runde ist so gut wie vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst den Daumen nach oben da. Ansonsten sage ich viel Spaß auch weiterhin auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.